Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu Transformers The Dark Spark oder Rise of the Dark Spark. Ich weiß gar nicht, wie ich die Videos nenne. Mal sehen. Auf jeden Fall zocken wir das Ganze auf der PlayStation 4. Ja, und ich habe ja schon das letzte Transformers-Spiel gemacht. Untergang von Cybertron, was ja noch von High Moon Studios war. Die ja letztes Jahr denn das geile Deadpool The Video Game gemacht haben. Und dieses Jahr leider nicht das neue Transformers. Dementsprechend bin ich ein bisschen skeptisch. Die machen ja jetzt die Umsetzung von dem neuen Call of Duty für die alten Konsolen. Und ich will gar nicht lange drum herum quatschen. Eine Frage hätte ich an euch. Habt ihr eigentlich schon das alte Let's Play bei mir gesehen von dem letzten Transformers? Beziehungsweise wann habt ihr es zu meinem Kanal gefunden? Durch welches Spiel, durch welches Let's Play habt ihr zu meinem Kanal gefunden? Ansonsten, wenn ihr Bock habt auf das Let's Play, würde ich mich sehr über eine Bewertung des Videos freuen. Das hilft wirklich sehr weiter. Danke dafür schon mal. Und wir fangen an. Level 1 Wohnviertel. A primitive planet infested with an indigenous population of organic life forms. Last refuge of Optimus Prime and the Autobots. You can't hide forever, Optimus. Gather your men. We're setting down at the impact point. Lockdown, sir. What was that? It is the past come calling. Do you read? Optimus, what is this insanity? What is the meaning of this attack? I do not know, but we are encountering heavy resistance. You must hurry. Not a problem. Drift, you'll need to secure additional firepower. Alles klar, die ersten Schritte in Transformers. That will not pose a problem. Such crude weapons are plentiful, it seems. Get that weapons locker open already. Yeah, we're already behind schedule for the rendezvous. Drücke R1 für den Klingensprint. Oh yes, geil. So, holen wir uns ein paar Waffen. Primärwache Waffe zuweisen. Was haben wir denn da? Das ist noch alles gesperrt. Wir haben nur den das Neutronensturmgewehr. Packen wir es mal rein. Schwere Waffe können wir noch nicht auswählen. Alles klar. I do not relish this, Optimus. I forsook guns to walk a more honorable path. The situation requires more advanced weaponry. So be it. Despite my attempts to move on, my past always lurks just behind me. Okay, man muss schon mal sagen, wir zocken auf der PlayStation 4. Besonders geil sieht das jetzt nicht aus. Die Vorgänger waren jetzt auch nicht die absoluten Grafikkracher, allerdings hat das spielerisch sehr viel Bock gemacht, dafür, dass es ein Lizenzspiel war. Deswegen bin ich mal gespannt, was dieses Spiel hier so drauf hat. I have retrieved the weapons. We should be within the sensor range. I am marking your route to the rendezvous now. I see it. Optimus. The enemy forces are numerous. Yet we must thwart their designs. Agreed. It is every Autobot's duty to stand against tyranny. The riverbed will lead you to the traffic tunnels. We will meet you on the other side. Obwohl das Wasser gar nicht mal so schlecht aussieht. Naja. Es bleibt abzuwarten. Ich habe mal bei den Amis so ein bisschen reingeguckt. Level 2 sieht schon mal ein bisschen besser aus. Deswegen schauen wir mal. Und wir können uns natürlich jederzeit verwandeln. Was haben wir hier? So ein geiles Auto. Wow. Ist natürlich das Spiel zu begleiten zum Film, der ja bald jetzt in die Kinos kommt. Transformers, wie heißt der denn überhaupt? Heißt der Dark Spark auch?
Ich weiß gar nicht, wie der Untertitel vom neuen Film ist. Auf jeden Fall ist es ja so eine Art neue Trilogie, glaube ich, ist geplant, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder erzähle ich jetzt wieder Quatsch? Auf jeden Fall ist es nicht mehr mit Shia LaBeouf und der Tussi, sondern mit Mark Wahlberg. Ja, cooler Typ, ja, Marky Mark, wer den noch kennt aus den 90er Jahren. Mark Wahlberg ist cool auf jeden Fall. Ist jetzt nicht der allerkrasseste Schauspieler aller Zeiten oder sowas, aber er hat schon einige geile Filme gemacht. Was zur Hölle? Ach, ich hätte vielleicht Boost einsetzen sollen. Das wäre ja mal was gewesen, wa? Boost plus springen, das wäre mal was gewesen. Mann, Mann, Mann. Ne, es klappt einfach nicht. Dann machen wir es so. Dann machen wir es einfach so. Wow, wow, wow! Okay, ich hab hier. Okay, alles klar. Hab ich nicht gesehen, die Herausforderung. Komm schon, komm schon. Yes! Okay, R3 für einen Nahkampfangriff. Hier war doch nur einer. Da ist er. Ah, sieht er mich? Er sieht mich nicht! Zack! Stopp! Ich bin aber auch gespannt auf den neuen Transformers-Film. Denn, ja, die letzten, die waren auch schon cool. Auf jeden Fall geile Popcorn-Unterhaltung. Who are they? They seem to be Cybertronian mercenaries. If they are here, Lockdown is likely behind this attack. Mercenaries? A profession without honor. What profit is there in attacking the humans? I do not know, but I intend to find out. Let's see what we got! Whoa, 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 whoa. Okay, der ist weg, der ist weg. Was macht der da vor? Wo hat der hingezielt, der Kollege? Was ist denn los mit dir? Aber man muss schon sagen, ey, ist doch geil, oder? Ein riesiger Samurai-Roboter. Was will man mehr? So. Die brüllen aber ganz schön krass dafür, dass sie Maschinen sind. Was haben wir denn hier? Munition? Haben wir voll. Ah, cool. Geil wäre ja auch irgendwie so ein Raketenwerfer, jetzt da übel reinballern. Aber wir kriegen später bestimmt noch neue Waffen. Stand ja da auch, schwere Waffen und so weiter haben wir ja noch nicht. Ey, guck mal, selbst sein Panzer sieht scheiße klein aus neben uns. So muss das sein. Ey, ich will auch Granaten haben. Bam! Die sind alle gar keine Herausforderung. Überhaupt nicht, ne? Ich hab wenig Munition. What the fuck? Lassen die nie was fallen? Die, nee, tun sie nicht. Was ist das denn hier? Wofür sind die Kugeln denn? Lebensenergie bestimmt, ne? So much want and destruction. Prime, I don't see any humans. Are they... The humans never asked for our war, but they have prepared for it. The civilians were swiftly evacuated thanks to their emergency protocols. Those protocols exist because they don't trust us, Optimus. Perhaps our actions today will change their minds. Or confirm their fears. Guter Optimus. Drift. There are numerous mercenaries stationed outside the subway station. Thank you for the warning. It looks like they're using it as a staging area. And I will reduce... What the fuck?
Ja. Können wir anscheinend immer nur nichts ändern. Und ich kann auch nicht hier auf irgendwas anderes zugreifen. Geht nicht. Keine Ahnung, wofür dann die Station hier ist. Ah, wir haben Munition dadurch bekommen. Cool, okay. Unterlader. Alles klar, probieren wir mal die neue Wumme aus. Bäm, ja. So, komm her. Oh, geil, Mann. Du kannst sie komplett auseinanderschlitzen, oder wie? Oh, was wird das? Was wird das, Kuppel? Das war irgendwie nicht deine beste Idee, Kumpel. Warte mal, wo sind die denn? Da ist noch einer. Sie sind ja übel schwach im Nahkampf. Yeah. Geil, Mann. Oh, fuck. Oh, Mist, warum hat er die anderen nicht mitgenommen? So, weg mit dir. Da kommen ja immer mehr. Kleinen Klonkrieger, ihr. So. Da kommen schon die nächsten. Fuck, ich bin fast tot. Boah, komm. Läuft. Alles klar. Alles noch im Lot. Lockdown's forces are headed for the crater. We see them. We are nearly at your position. Schön, geht doch. Mal zwei mit einem Klingensprint. Yay! Optimus und Bumblebee. Geil, man. Seite an Seite mit Optimus. Okay. Boah, gucken wir dem Meister zu. Scheiße, was ist das? We must not be his target. Autobots, roll out. Roll out. Geil. Zum Glück sind wir nicht sein Ziel. Ich glaube, der hätte uns ganz gut kaputt gemacht. Thank you.
Ich hätte gerne noch irgendwas Explosives. There is no honor in this. Alter, was soll denn das, dass er mittendrin manchmal lädt? There, in the center. It looks Cybertronian. By the Allspark. It cannot be. What? Is that the Matrix of Leadership? Yes, Drift. And it has shown me the awful nature of this fallen relic. Autobots, Lockdown is not here for us. He seeks to gain possession of the Darkspark. We must not let it fall into his hands. What is this Darkspark? A weapon? Something far worse. Oh. X-18 Verschrotter. Wow. Oh, scheiße, Mann. Alles klar, alles klar, alles klar. Oh shit. Ich habe einfach keine Munition. Okay, einfach dahin gehen. Einfach dahin gehen. Autobots, ineffectual as ever. Hand over the Darkspark, Lockdown. And what price will you pay for it, Optimus? This is not a device to haggle over. It is unbelievably dangerous. You are meddling with powers you cannot comprehend. Do the right thing, Lockdown. Simply hand it over. How honorable. You truly are a prime. Alas, I see no profit in merely giving you my prize. I decline. Oh, Optimus, can't you see? I have already won! You just don't know it yet! Coward! Come back! I thought this day would never come. What's going on, Optimus? We have just witnessed a dark legend come to life. The Matrix of Leadership, formed from Primus himself, grants the bearer the wisdom of the Primes. But for every force in the universe, there is an equal and an opposite. For every matter, an antimatter. Legends speak of the Darkspark, the antithesis to the Matrix of Leadership. Where the Matrix grants wisdom, the Darkspark empowers its master to bend the very fabric of the universe and its inhabitants to his will. This is our darkest hour. Cybertron has nearly fallen, and the Autobots are on the verge of defeat.
This is our finest hour. Cybertron is nearly ours, and victory is finally within the Decepticons' grasp. The gates of Crystal City lay beyond this chasm. Tell me, Shockwave, do you believe this dark spark even exists? I do not believe Starscream. I hypothesize. My conclusion is not yet formed, but all data leads us here. Ah, yes. Ever the scientist. As you once were. Conversation irrelevant. Danger imminent. For once we agree, Soundwave. Alles klar. Na gut, Leute, das soll es jetzt erstmal gewesen sein für Part 1. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Leute, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Kommentar und eine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Unterstützt das Ganze sehr gut. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt die Geschichte vom Film erzählt oder ob das einfach nur ein Spiel sein soll, der zum zeitnah zum Film kommt, damit die Leute, die den Film geil finden, auch das Spiel kaufen. Ich weiß es gar nicht. Wer da mehr weiß, kann es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie gesagt, wäre eine Bewertung super und beim nächsten Mal hören wir uns doch hoffentlich wieder. Haut rein und danke fürs Zusehen. Tschüss.